Moin Leute, einmal Grüße aus dem Auto. Folgende Situation. Heute über den Tag rüber war eigentlich Bombenwetter und random Nebenfakt, es sind jetzt genau 6 Monate nach meiner zweiten OP. Also ja, ich wollte mal wieder das Joggen ausprobieren. Ich bin bei unserem Trainer gemeldet, wie sieht's aus? Laufen gehen, jo. Wollten mal, da auch heute Vorbereitungsstart ist, mal bei den Jungs vorbeischauen. Gucken, was da so abgeht. Fun Fact, es hat mega angefangen zu schneien gerade. Ich nehme jetzt hier noch einen Kollegen mit zum Training. Ich bin mir allerdings nicht ganz sicher, ob ich auf die Laufbahn gehen werde. Eben mit Straßenschuhen auf der Straße war schon recht glatt, so auf Kopfsteinpflaster hier in der Stadt. Mal gucken, was bei uns auf dem Dorf auch so geschneit hat und ob die Laufbahn benutzbar ist oder nicht. Ich werde da natürlich vorsichtig sein, aber ich bin ehrlich, ich hätte schon Bock, mal wieder rauszukommen, mal wieder ein bisschen zu laufen, was an der frischen Luft zu machen, was nicht so statisch ist. Ja, mal gucken, wie es kommt. So, Auto abgestellt, bin jetzt auf dem Heimweg. Musste gerade ein bisschen aufpassen, weil alles, was vorhin geschneit hat, ist jetzt so richtig schön. Überfroren und das war eben echt arschglatt. Beim Training selber habe mich ein bisschen mitreißen lassen, würde ich mal sagen. War tatsächlich mit den Jungs auf der Straße laufen, nicht auf der Tatanbahn. Tatanbahn war auch ein bisschen glatt. Boah, ich sag mal, wir haben so 3 Kilometer, würde ich mal sagen, 3 Kilometer Straße und dann sind wir doch noch wieder ins Stadion gegangen und haben im Stadion ein paar Runden gelaufen, ein bisschen Stretching gemacht und so. Man muss auch sagen, wenn es draußen dunkel ist, schwierig. Dann sieht man nicht so viel, hat sich echt beschissen angefühlt. Ja, ansonsten ging es ganz gut. Bisschen Probleme in der Kniekehlengegend. Das hat ein bisschen gezwickt. Vermutlich auch dadurch, dass die hintere Oberschenkelmuskulatur noch nicht ganz so wieder da ist. Ja. Da muss ich noch mal gucken. Ja, oh, wieder glatt. Ansonsten auch noch ein, zwei Passübungen gemacht, ganz locker, weil Plätze sind aktuell nicht bespielbar. Auf der Tatanbahn so ein paar Bälle hin und her gespielt. Hat sich auch gut angefühlt, mal wieder einen Ball am Fuß zu haben und ein paar lockere Pässe zu spielen. Es ist ja nicht alles schlecht und es zeigt einem so ein bisschen, wo es wieder hingehen soll, auch wenn ich mit dem Laufen jetzt noch nicht so ganz zufrieden bin. Da bin ich morgen früh noch mal ein bisschen gespannt, wie das Knie dann im Endeffekt darauf reagiert, ob es wieder dick wird, ob es irgendwie weh tut, ob keine Ahnung was. Ich hatte auch das Gefühl, dass das Laufen noch nicht so rund war, also das ist mehr so ein, wie sagt man, keine Ahnung, wie soll man sagen, Abstoppen war von meinem Fuß, das heißt, mein heiles Bein macht quasi Bewegung und das linke, das operierte, das setzt quasi immer nur so ab, ohne tatsächlich sich selber irgendwie abzudrücken. Also mehr so eine Ausgleichsbewegung dazu. Weiß ich nicht, bin ich noch nicht so überzeugt von, aber war jetzt auch nach 6 Monaten wieder das erste Mal. Man kann ja nicht Wunder erwarten, das wird schon wieder werden. Einfach ein bisschen dranbleiben und dann klappt das. Fakt ist, im Dunkeln werde ich es nicht nochmal machen, sondern nur im Hellen. Das heißt, zur jetzigen Jahreszeit muss es eigentlich entweder am Wochenende sein oder vielleicht dann doch im Fitnessstudio mal das Laufband quälen. Bis dahin erstmal vom Update. Ich werde morgen früh nochmal einen Stand durchgeben, wie es aussieht, ob irgendwas über die Nacht negativ aufgefallen ist. So Leute, ich bin jetzt gerade mal wieder fertig mit ein bisschen Training. Seht ihr im nächsten Video, was ich gemacht habe. Und ja, kurzes Fazit zum Training am Dienstag. Laufen war eigentlich gut. Ich hatte jetzt am nächsten Tag, entweder habe ich schlecht geschlafen oder das lag an dem Laufen nicht auf der Tatanbahn, sondern auf dem Asphalt, auf der Straße.
dass ich ordentlich Rückenschmerzen hatte. Das Knie an sich ist aber nicht merklich dicker geworden, vielleicht nur einen ganz kleinen Hauch, ein bisschen Wasser eingelagert, aber nicht viel, wirklich nicht viel. Das hielt sich in Grenzen, was mich sehr, sehr glücklich stimmt eigentlich, dass ich jetzt hin und wieder ein bisschen laufen kann und so geiles Wetter wie heute einfach mal ausnutzen kann. Das ist sehr, sehr nice. Stimmt mich positiv und ich habe dann aber auch wieder richtig Bock, mal wieder so ein Positiverlebnis mitzunehmen. Und das motiviert einen natürlich auch weiterzumachen. Hoffe, ihr seid genauso motiviert. Bleibt dran. Kuss geht raus. Tschüss.